Schaufel und schon auf dem Bäcker, wenn man den ganzen Tag vorsieht. Für einen Tag geht's, aber wenn man dann 4 Wochen davor die Augen hat, dann. Ich bin 68 aus der Schule gekommen, habe eine Lehre als Bürokaufmann gemacht. 4 Jahre Bundeswehr. LKW-Führerschein gemacht. Ja. Und dann gut 20 Jahre LKW gefahren. Dann kam die Krankheit dazwischen. Naja, seitdem arbeitslos. Ich habe Eisen transportiert, also Eisenwaren transportiert, dann Holzwaren transportiert, also was möglich. Also. Das war eine Spedition, die Aufträge angenommen hat und was liefern werden musste. Erreichen möchte ich schon was. Arbeit kriegen wieder, erreichen möchte ich das schon. Aber wie gesagt, der Zug wird abgefahren sein. Ich weiß nicht. Mit der neuen Regierung wird es ja auch nicht besser. Es wird nicht besser. Merkt man doch so schon. Die haben ja alles noch mehr gekürzt. Letztes Jahr haben wir wenigstens noch Weihnachtsgeld gekriegt. Kriegen wir dieses Jahr ja auch nicht mehr. Von der Zeitung? Nein. Damals von Sozialhilfe und sowas. Aber heute auch nicht mehr. Die haben ja alles gestrichen. Seitdem Arbeitslosengeld 2 ist, ist alles gestrichen worden. Gibt es da nichts mehr. Der ist gesichert. Nein, das ist gesichert. Das steht hier drauf, alles. Und da darf keiner einrollen. Von der Zeitung habe ich diesen Platz gekriegt. Und da kann keiner einrollen. Es sei denn, es ist Sonntag und ich stehe nicht hier. Dann kann sich hier reinstellen, wo er will. Aber sonst, in der Woche darf da kein anderer hier stehen. Ich habe früher mal woanders gestanden. Da habe ich höchstens nur die Hälfte verkauft. Also, da wird ihr nicht mit tauschen. Moment. Das ist wichtiger. Gut, dann können wir mal einbleiben in die Hand drücken. Ja, kann ich. 1,40. So, und noch einen schönen Tag. Und tschüss. Danke, gleichfalls. Tschüss. Als sie vor 10 Jahren gegründet wurde, war es hauptsächlich eine obdachlose Zeitung. Man braucht nur den Schein, dass man, also den Bewilligungsbescheid, dass man Arbeitslosengeld 2 kriegt. Dann geht man zur Redaktion hin, dann wird davon eine Kopie gemacht von denen, dass man das auch wirklich kriegt und dann kann man das machen. Dann kriegt man so einen Ausweis und dann kann man die Straßenzeitung verkaufen. Wenn ich Zeitung hole, kaufe ich zu für 70 Cent ein, kaufe ich selber ein und verkaufe die für 1,40. Steht hier ja auch drauf, 1,40, darin 70 Cent verkaufen. Ich kaufe die für 70 Cent ein. Bis eine bestimmte Stückzahl kann ich, wenn die neuen rauskommen, die umtauschen. Da glaube ich nicht drauf sitzen. Aber das hat man zuletzt raus, wie viel man es am Wochenende noch holen kann, am Monatsende, dass man die umtauschen kann. Zum Beispiel jetzt im Dezember ist immer ein Kalender für 2006 dabei. Also das ist verschieden. Also das, jeden Monat schon was anderes drin. Man, das weiß ich vorher noch nicht. Einmal im Monat und das ist jeden Monat verschieden. Ich kann auch nicht sagen, was nächsten Monat drin steht. Jedenfalls ist immer dabei so ein Doppelseite, wo so die Veranstaltungen drin sind, was hier in Hannover läuft und sowas. Das ist auch was drin. Also das ist jeden Monat verschieden. Früher stand da fast nur was über Obdachlose drin. Ist nicht. Leute, die sagen, die Zeitung ist gut, keine Werbung drin und sowas. Nicht wie die anderen alle, also das hat man auch. Also das ist überwiegend, ne? Positiv. Ich habe auch welche, die sagen, komm mal mit zum Essen oder was, oder Kaffee trinken. Hat man alles. Also welche Leute kann man ja auch kennen. Und viele finden es gut, dass man das macht. Und so, und dass man da sich sowas dabei verdient, das finden viele gut. Gibt es aber auch Leute, die sagen scheiß Penner oder so, solche Leute gibt es auch. Ja, das ist verschieden. Und wie gehen Sie damit um? Wird man abgehärtet, da hört man gar nicht mehr drauf. Wenn man das nicht ab kann oder drauf hört, dann darf man das nicht machen. Dann darf man es nicht machen. Dann soll man sofort zu Hause bleiben.